Hallo und willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Ach Mensch, Gondolero, halt doch mal die Schnauze. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Und wir spielen endlich mal Chaos auf Deponia weiter und versuchen Goal wieder zu einer Person zu machen. Ihr Bewusstsein wurde ja leider gesplittet. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Unser lieber Rufus meinte ja, er müsste lieber die billigen Datasetten nehmen. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Den Fisch will ich haben. Der liebe Rufus meint ja, er müsse lieber die billigen Datasetten nehmen, damit er noch eben Gratis-Lolli abstauben kann, anstatt sich für die Liebe zu entscheiden. Obwohl ich ja eigentlich gerne mal testen würde, dann müsste ich aber meinen älteren Speicherstand ganz von Anfang dann laden, weil ich Idiot nicht gespeichert habe zwischendurch. Ich würde gerne mal eigentlich mal auch testen, wenn man sich jetzt wirklich bewusst entscheiden kann für die teuren Datasetten. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Nett. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begeben? Warum sitzt er hier so allein? Stimmt, der hatte ja seinen Kollegen dabei. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon! Tod dem Organon! Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Da hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Ja, stimmt. Und wo ist dein Kollege? Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnick. Denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist also ein professioneller Schnickschnack-Schnuckspieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Okay. Also hat der Probleme mit Papier und ist ein richtiger Schere-Profi. Ah, und ich merke gerade, dass ich das Bild erstmal anpassen musste. Ich habe die Videoeinstellung mal geändert bei Deponia, damit ich hier vernünftig, weil ich momentan nur einen Monitor habe, das vernünftig sehen kann mit dem Aufnahmeprogramm und dem Spiel. Und apropos Schnickschnack-Schnuck-Profi, das gibt's nämlich tatsächlich. In Japan gibt es Meisterschaften für Steinschere-Papier. Lass was uns wir jetzt spielen. Auch mal spielen wollen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Alle sechs. Netter Versuch, alle sechs Finger. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Was? Die könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Turnierfinger? Ich gehe da mal wieder. Mach das. Jetzt brauchen wir hier schon eine künstliche Hand. Okay. Not, Boso, etwas Zucker, eine Jukebox-Klappe, was haben wir hier noch? Eine Jukebox, Gulliver, kommt der aus Lilliput, da ist Goal und eine Kerze. Das Ambiente stimmt schon mal. Ich werde die drei Goals im Handumdrehen um den Finger gewickelt haben. Drei Goals, du bist doch schon mit einer überfordert. Obligatorische Zuckerdose. Mal gucken, ob der Deckel auch schön aufgeschraubt ist. Ja, wie es sich gehört. Das nehmen wir einfach mal mit. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt.
Dann würde ich die doch jetzt nicht brennen lassen, sondern erst anzünden, wenn der Generator ausfällt. Das ist doch einer von den Typen, die ich vor dem Stadttor verprügelt habe. Ich muss vorsichtig sein. Du meinst wohl, die dich verprügelt haben. Einen schönen ersten Mart habe ich da. Ich muss die ganze Arbeit machen und er sitzt hier und litert sich den Grog rein. Erster Mart? Wovon redest du da? Ich habe dir doch lediglich eine Passage auf meinen Kutter gegeben, für die du übrigens noch immer nicht bezahlt hast. Ach ja, der gute alte Boso. Ständig murmelt er irgendwelche Seemannsflüche in sich hinein. Irgendwie mag ich Boso. Ich mag Bosos Stimme. Ich muss gleich mal gucken, wer Boso gesprochen hat. So, was haben wir da? Eine Jukebox-Klappe. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weit. Die Klappe ist verschraubt. Haben wir nicht ein Brecheisen? Nee, wir haben nur eine Kurbel. Ich dachte, wir hätten auch ein Brecheisen. Die Klappe ist verschraubt, aber wenn man sich zu... Die Frage ist nur... Ist verschraubt. Wir haben da einen Schraubenzieher. Was ist das denn für ein Hutzelzwerg? Alex, der Jukebox-Zwerg. Der tote Taubentango. Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Okay, das Paarungslied der Schrottkrabben. Die Schrottlawinen-Tarantella. Das lustige Lümmeltütenlied. Der tote Taubentango. Machen wir mal das Lümmeltütenlied. Das lustige Lümmeltütenlied, bitte. Der tote Taubentango. Das klingt irgendwie alles gleich. Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? Ich hätte jetzt gedacht, der singt da jetzt irgendwas anderes vielleicht. Dann sprechen wir ihn doch mal erstmal an, oder? Ach so funktioniert das. Hi ho, hi ho. Wir sind Vergnügt und Froh. Komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Die Stimme. Hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage? Hallo Boso, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Welchen Papagei? Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus. Wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie! Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Würde mich nicht wundern. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzipu? Schnutzipu! Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Oh, Pfefferminztee, lecker. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Eine? Die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Mal? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Er fällt doch andauernd auf den Schädel. Lichtet die Segel! Ein Biber Butzemann. Ja, Rufus hat einen Hirnschaden. Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Glaub mir, Boso, da brauchst du nicht mehr drauf warten. Und ne Buddel voll rum. Was ist bei der Operation schiefgelaufen? Rufus, du hattest eine Operation? Deswegen bist du so bescheuert. Irgendwas ist bei der Operation schiefgelaufen. Meinst du? Für mich sieht sie ganz fit aus. Körperlich ist bei ihr auch alles bestens. So, boom, tschakka, tschakka, boom, yeah. Aber ihr Oberstiefchen ist mehr so...
Verstehst du? Gewisse Leute hier haben Probleme mit ihrem Oberstübchen. Ja, das zum Beispiel Rufus. Ja. Ihr Bewusstsein wurde in drei Teile gespalten. Jetzt muss ich jede einzelne von den dreien überzeugen, für einen weiteren Eingriff zurück ins Labor zu kommen. Deine Freundin gibt es jetzt dreimal? Übernimm dich mal nicht. Ja, armer Eine Rufus. Frau zu handeln ist ja schon schwer genug. Genau. Aber gleich drei? Ich schaff du das sagst schon. Es, Boso. Bis später. Verlauf dich nicht. Und was sagt er so? Entschuldigung. Was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Oh, das unorganisierte. Unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Oh yeah, that's cool. The way. Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Ja, Rufus, wieso? Willst du sagen, dass seine Mutti eine Lügnerin ist? Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ah, gut zu wissen, wo wir die kriegen. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Oh, also ganz planlos. Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Ha, ha. Sehr lustig. Fand ich auch. Ja, das war lustig. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Oh ja. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ein begabter Bastler, das wäre gelogen. Unverwüstlich wäre auch gelogen. Obwohl, auch doch, unverwüstlich bei dem, was der da alles schon mitgemacht hat in seinem Leben. Lässig, naja, kein guter Zuhörer. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Bestimmt. Na, hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Oh doch, oh doch. Ich bin wohl verwegen genug. Jawohl. Bist du nicht? Jawohl. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte... Oh, lauscht seine ich möchte seine Geschichte Grund hören. Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich möchte seine Geschichte hören. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja, dass mein Hinterkopf, ja, schon am Boden schuppert, ja. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Na komm. Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen bin? Wir beweisen das irgendwann. Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Oh. Wenn's weiter nichts ist. Die Donner ist bestimmt die Anführerin. Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, Versuch nicht, mich aufzuhalten. Rufus ist wirklich nicht irgendwer und dem ist es zuzutrauen. Sollen wir eine Katze rasieren? Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Das ist eine Herausforderung, eine Katze rasieren. Aber shave the pussy. Ich komme auf... Was auch. Okay, Gulliver. Das muss Gulliver sein. Er scheint mir ganz in Ordnung. Aber er ist ein lausiger Ersatz für Lonzo. Hi. Ah,
Ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen okay, willst, Gulliver kommt sag von bitte Gulli. Vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Taschenlampe. Taschenlampe, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, können wir uns da was kann ich für dich tun? Wenn es feucht und kalt wird, dann sind wir direkt vor der Schlüssel angekommen. Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Nee, die laden sich selber ein. Schmuggler zu sich einladen wollen. Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen. Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Okay, auf dem Glas möchte ich schon mal nicht trinken. Ich möchte gerne ein neues Glas. Ganz schön schummrig hier. Freu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Zucker im Tank? Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Nein. Ist das sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich habe schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Das müssen wir dann auch unbedingt mal anhören. Okay, was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch? Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Ja, das ist es ja, die lassen mich nicht rein. Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Arena. Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Okay. Das merken wir uns auch mal vor. Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Okay, gib her den Kram. Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können. Im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzung. Haarausfall? Das Klo muss gut sein. Rattenbissen, Wolfsbissen. Was ist mit Schnabeltierbissen? Indigenes Naturvolk. Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Darelef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Das heißt, ich habe auch einen Plan. Wir müssen bestimmt irgendwann mal auf Klo. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Galef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Okay. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Okay, was sind das erstmal für Leute? Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nod da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlef. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Das wissen wir ja schon. Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern.
Habt ihr gar keine Probleme okay, das würde mich auch mal interessieren. Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Orta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Oh, und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Okay, die Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlef trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, bei der Mutter. Und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Okay, das war's für das Erste. War ja auch genug. Ein Drink, bitte. Hast du Geld dabei? Was ist Geld? Nun, dachte ich's mir. Schreib so an. So wie du rumläufst. Pack's auf den Deckel. Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Ach Mist. Ein Drink für die Lady, bitte. Nein, danke. Selbst wenn ich aus diesen schmutzigen Gläsern trinken würde. Kein Widerspruch von mir. Würde ich mich von jemandem wie dir garantiert nicht einladen lassen. Und wenn ich der letzte Mann auf der Welt wäre? Wieso wäre? Mist. Oh, Burn. Bis später. Komm wieder. Das heißt, wir brauchen einen Trigger dafür, dass wir auf Klo gehen oder auf die Toilette gehen. Die anscheinend ja brandgefährlich ist. Wir brauchen Schnick, Schnack, Schnuckfinger. Und wir haben uns noch gar nicht mit Ghoul unterhalten. Stil. Sie passt zu mir. Nein, tut sie nicht. Okay, Rufus. Das hier ist eine Routine-Situation für Frauenversteher wie dich. Ein Klacks, also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig, siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmittel. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Der Romantiker, der Draufgänger, der Nachdenkliche. Check. Charmkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Na du? Genau. Ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Rufus, du solltest dich auf Asthma untersuchen lassen. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Oh, du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja, ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht. Ach, Rufus, Köpfe demolieren, du machst es nur schlimmer. Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar. Und was mein hat er mit Kopf der Schildkröte fühlt sich gemacht? An, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Igitt, da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Oh, nett. Und Rufo steckt es ein, okay. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was?
Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Okay, was können wir machen? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Aber nur vielleicht. Einen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oh, oder? Rufus. Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, es erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Das heißt, wir müssen sie auch irgendwie dazu bringen, entweder ihr was zu essen geben oder sie irgendwie dazu bringen, mitzukommen. Oder müssen wir vielleicht einfach eine andere Persönlichkeit ausprobieren? Probieren wir eine andere Persönlichkeit aus.